letzte Spiel gegen Stuttgart haben wir nur zu viele Fehler gemacht auf alle, ja, alle Sachen eigentlich. Also Annahme, Block war nicht gut, Angriff war nicht gut, waren zu viele Fehler und nicht so viele Punkte. Also ja, das war nicht gut. Ja, wenige Fehler machen, eigene Fehler. Also, und wir müssen auch starke Aufschlag bringen, weil das ist auch wichtig. Ich glaube, dass die nächsten zwei Spiele ganz wichtig sind für uns. Also alle Spiele sind wichtig, aber jetzt haben wir gute Chance, 3 Punkte zu bekommen oder 6 Punkte zu bekommen. Aber auch Sühl und auch Erfurt sind gute Mannschaften und wir sollen richtig ein gutes Spiel spielen, um ja, die Punkte zu bekommen. Ja, ja gut, ja, alle sind fit und ja, ich glaube, wir haben nur kleine Verletzungen, aber nicht etwas Großes. Ich glaube, dass wir einen guten Vorteil haben, weil wir mit 8 Spielerinnen von letzter Saison weiterbilden können. Also ja, das ist ein guter Vorteil für uns. Und ja, ich glaube, dass alles möglich ist diese Saison. Es hat schon gut gelaufen. Letztes Spiel gegen Stuttgart war ein bisschen mal, aber jetzt geht es wieder los, dieses Samstag. Und ja, ich denke, dass wir richtig eine gute Saison haben, diese Saison. Ja, ich bin Mittelblockerin geworden, weil ich so groß war, schon früh. Also das war ja eigentlich, ich bin nur Mittelblockerin gewesen in meiner Karriere. Und mein Block war immer schon stark bei mir. Und dann denke ich, dass wir einen richtig guten Mittelblock haben hier in Aachen. Wir haben 3 Mittelblockerinnen, die alle spielen können und alle einen guten Block haben, einen guten Angriff haben. Ja, und ich denke, dass das richtig eine starke Position ist hier. Ja, nächste Wochenende haben wir frei und das hat Saskia uns heute auch gesagt, dass wir frei haben. Und ich brauche meine 2 Tage zum Holland zu fahren und ein bisschen Freizeit mit meiner Familie und Freund und Freundin vielleicht zu machen und ein bisschen entspannen und wieder aufzuladen für die wichtigen Spiele, die danach kommen. Also 3 Punkte am Wochenende und danach fahre ich nach Holland und am Sonntag gehe ich auch mein Geburtstag feiern und dann kommen Familie und Freunde und darauf freue ich mich auch. Ich habe immer die Nummer 9 gehabt in Holland, aber die war schon zum Nika gegangen letzte Saison, also ich musste eine neue Nummer wählen und da habe ich die Nummer 8 gewählt, weil die 8 geht immer durch, also das war die Grund, die Nummer 8 zu wählen und auch weil es ein neuer Anfang, eine neue Liga, ein neues Nummer, also es war auch schön. Liebe Aachener Fans, Ladies in Black Fans, ihr seid die besten Fans und ich freue mich riesig auf nächste Heimspiel, nächste Heimspiele und hoffentlich sehen wir uns in die Halle. Danke, Janine. Okay. Wir sind da, wo Sie uns brauchen.
Wir pflegen Freundschaften. Wir sichern Geschäftskontakte. Wir sorgen für die perfekte Unterhaltung. Egal, wann und wo Ihnen eine gute Verbindung wichtig ist. Wir sind da. Hier in der Region Aachen-Düren-Heinsberg. Net Aachen, weil uns viel verbindet.